so eben im nach hinten schauen, merke ich eben schon so im Blickfeld, der eine LKW pendelt so die Leitlinie entlang. Denkt man, weiß nicht, sieht uns der nicht, weil wir haben Warnblinkanlage, Pannendreieck, alles aufgestellt gehabt. Und der kommt immer näher und auf einmal ist dann so richtig zeitlupenmäßig das Ganze abgefahren. Und ich glaube, das Letzte, was ich gesagt habe, halt dich fest, jetzt duscht's. Und plötzlich hat es einen riesen Krach gemacht. Und ich habe nicht gewusst in dem Moment, was passiert ist, was los ist. Und bin dann, ich bin links hinter dem Fahrer gesessen, war noch angeschnallt und wollte eben aussteigen aus dem Auto, also links hinaus. Und es hat nicht funktioniert. Durch die Übermüdungen passieren dann sehr häufig, leider immer wieder sehr folgeschwere Unfälle mit, ja, wie man es dann im Radio und im Fernsehen oder in den Medien hört, LKW rammte, BKW, drei Insassen tot. Ja, das hätte deutlich schlimmer ausgehen können. Ich weiß nicht, ob ich den im Rückspiegel gesehen hätte, hätte ich reingeschaut. Weiß auch nicht, ob es besser gewesen wäre, wenn ich die Vorwarnung gehabt hätte. Ich weiß es nicht, weil so schnell kommt man wahrscheinlich aus dem Auto auch nicht raus. Naja, der Druck ist halt schon sehr groß, man hat Termine. Ne? Es ist fast kein Freiraum mehr, sehr wenig. Und ist natürlich ein großer Druck, sagen wir mal so. Ne? Eingeschlafen. Ja, denke ich schon, ja, aber es ist zum Glück nie ein Unfall passiert. Wenn ich Glück habe, ziehe ich kurz nach rechts, fahre die Leitplanken an, wird dadurch wieder munter, da halte ich mich an. Wenn ich Pech habe, fahre ich durch die Leitplanken durch, fliege irgendwo runter. Und wenn ich ganz große Pech habe, nehme ich vielleicht den einen oder anderen PKW-Fahrer mit. Wie schnell kann es gehen? Wie schnell ist man weg? Oder wie schnell ist man schwer verletzt? Oder dann das Leben lang hat mit einer Behinderung zu tun? Also das geht von einer Sekunde auf die andere.